Herzlich willkommen. Heute sind wir auf den Spuren des Karlsruher Zoos. Dr. Reinschmidt, der Zoodirektor, nimmt uns mit auf eine Reise des Artenschutzes. Er kennt die Geschichte von jedem Tier und stellt sich der Frage, wie ein moderner Zoo funktioniert. Außerdem hat er uns in die neu gebaute Afrika-Savanne mitgenommen und vieles mehr. Herr Schlittenhardt, freut mich, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Hier sind Sie im interessantesten Büro der ganzen Stadt, denn bei mir gibt es Fische, bei mir gibt es Papageien und in dem Gehege sitzen die Schimpansen. Der wartet auch schon und will rein, der andere will auch. Also das sind die größten Papageien der Welt. Oh, wow. Die beiden habe ich aufgezogen. Die sind in Nürnberg geschlüpft, wurden aber nicht aufgezogen von den Eltern. Hat man mich gefragt, weil man meine Papageienleidenschaft kennt, ob ich das nicht machen will. Und das 2 Jahre hintereinander war natürlich viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Und wie können Sie Henry und Indigo unterscheiden? Vom Gesichtsausdruck. Ah, okay. Jetzt sagen Sie mir mal den Unterschied. Oh, das ist schwierig. Genau. Nein, aber wenn man den ganz tief in die Augen guckt, der hat ein bisschen runderen Kopf wie der. Mhm. Also es sind halt minimale Dinge, die ich halt kenne, weil ich sie von Ei ab aufgezogen habe. Ich setze den mal wieder rein und dann kann ich mit dem noch anders umgehen. Aber sehen Sie, die sind völlig zahm. Legt sich manchmal noch so wie ein Baby hin. Aber sind die größten Papageien und sind hoch bedroht. Und deswegen ist es auch wichtig, solche Tiere im Zoo zu halten. Wir sehen die tollen Flügel. Aber da ist natürlich ein absolutes Vertrauen da. Sie haben ja 10 Finger. Wollen Sie einen riskieren? Lieber nicht. Aber ich zeige Ihnen, wenn Sie einen riskieren, kann es so passieren. Das, was er mit der Nuss macht, kann er auch mit dem Finger machen. Dafür haben die halt einen mächtigen Schnabel, fressen in der Natur. Erster Linie Palmnüsse. Bei uns sind es halt Walnüsse. Aber dafür braucht man so ein Instrument. Mhm. So, Henry, das hast du gut gemacht. Jetzt setze ich dich wieder raus, damit wir beide mal rausgehen können und unsere Projekte im Zoo anschauen können. Sehr gut. So machen wir es. Ja? Sag tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir da einen schönen Golfwagen und da fahren wir, setzen wir uns rein. Ja, hier, das sind die, ist das Schimpansengehege, das ist alt noch. Und der Benny, ja, da ist der Benny und er wartet. Ja. Ich darf nicht vorbei, ohne dem guten Tag zu sagen. Kommen Sie mal. Ja, klar, gern. Machen wir mal. Benny, komm. Ja, jetzt geht er raus. Aber er hat jetzt schon gedacht, ich komme vorne. Wir gucken. Ja, komm, Benny, komm. Das ist der Benny. Das ist mit unser ältestes Zootier. Benny ist 54 Jahre alt. Mhm. Und Sie sehen, grauer Bart hat er auch. Ja, ah ja. Und er liebt einfach Ellenbogenbeugen. Da guckt er immer hin. Der kennt jeden einzelnen Zoo-Mitarbeiter, aber auch Stammbesucherinnen und Stammbesucher. Also er hat auch wirklich Beziehungen zu unterschiedlichsten Menschen, weiß es aber auch einzuordnen, wo sie herkommen. Ah, okay, das ist spannend. Er kennt mich ja da drüben im Büro, wo wir gerade saßen. Wenn ich da Gäste habe und er merkt das, dann kommt er und hängt sich hinten ans Gitter und denkt, jetzt will der Zoodirektor gleich wieder angehen, jetzt kriege ich gleich eine Belohnung, weil er mich wieder vorführen will. Ach so, ja. Also der konditioniert eher mich, wie ich ihn. Ja. Der Schimpanse hat eigentlich ein schlimmes Schicksal, muss ich sagen. Der wurde damals in Afrika noch gefangen, vor weit über 50 Jahren, als Baby nach Karlsruhe gebracht, damals vom damaligen Zoodirektor aufgezogen und natürlich auf Menschen geprägt. Mhm. Deswegen sind wir eigentlich das Objekt seiner Begierde. Ja. Und mit seinen beiden Mädels weiß er gar nicht so viel anzufangen. Er interagiert schon mit ihnen, hat auch Sozialkontakt. Aber erregend tut es ihn eher, wenn der Mensch mit ihm interagiert. Und das ist das, was wir heute ja nie mehr machen würden. Mhm. Mit ein Tier Hand aufziehen und das nicht sozialisieren. Meine Aras sind auch Hand aufgezogen, aber die sind sozialisiert, die gehen trotzdem als Ara miteinander um und die denken nicht, sie sind ein Mensch, obwohl es genauso Intelligenzquotient haben wie ein Schimpanse. Mhm. Aber das war eine völlige Verprägung eines Tieres und das hat man jetzt 50 Jahre später immer noch so. Ja. Also es wird er sein Leben lang behalten und
da hat man natürlich draus gelernt. Und die Tiergartenbiologie vor 50 Jahren und heute, die unterscheidet sich grundsätzlich. Ja. Man ist wissenschaftlich sehr viel weiter. Wir fangen überhaupt keine Tiere mehr in der Natur, um sie eben hier auszustellen. Wir züchten alles in Erhaltungszuchtprogramm. Wir haben 319 Tierarten bei uns im Zoo. Und davon haben wir weit über 90 in internationalen Zuchtprogrammen. Als ich angefangen habe vor 4 Jahren, vor 8 Jahren, will ja nicht untertreiben, da waren das etwa 40 Zuchtprogramme. Jetzt haben wir in weit über 90 und das sind in erster Linie bedrohte Tierarten. Und da geht der Trend hin, dass wir unseren ganzen Tierbestand einfach noch stärker auf bedrohte Arten umstellen, um einfach da eine genetische Reserve zu schaffen für den Fall, dass die Tiere aussterben in der Natur. Und noch einen Kussel geben. Ja, komm. Das ist immer wieder spannend und sie lernen jeden Tag was Neues im Zoo. Ja, hier ist unsere neue Afrika-Anlage. Der Teil ist ja schon fertig. Genau, den Baum sieht man auch prominent von der Edgeware Straße. Hier parken wir mal und ich nehme Sie jetzt exklusiv mit zu einem zu einer Begehung, bevor wir das Afrika, die Afrika-Anlage aufmachen. Ja, sehr schön, sonst stehe ich manchmal an dem Bauzaun mit den Kindern. Ja, jetzt gehen wir mal den Steg hoch. Das ist so eines der tollsten Erneuerungen, die wir haben. Wir haben nicht nur die große Fläche jetzt, die wir alles zusammen verbinden können, sondern einfach auch die Aussicht auf Giraffen. Mhm. Wir werden den Menschen jetzt es ermöglichen, Auge in Auge mit einer Giraffe zu sein. Mhm. Und es gibt einfach einen Perspektivwechsel dann auch auf die Giraffe. Ja. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Aber noch ohne Giraffe. Was ist so das Konzept dieser Afrika-Savanne? Das Konzept ist, dass unsere Tiere mehr Platz kriegen. Jetzt haben wir ja eine Innenstadt-Zoo. Wir haben eigentlich keine Ausweitungsmöglichkeiten. Aber wir haben jetzt alle Huftiergehege zusammengelegt. Wenn Sie jetzt sehen, da drüben, hallo, da war ja nur das Giraffenteil. Genau. Und jetzt ist diese ganze Savanne verbunden. Natürlich immer wieder durch Möglichkeiten, die auch abzutrennen, durch Tore. Aber die Giraffen werden künftig bis zu dem Baobab-Baum laufen können. Das ist auch ein Multifunktionsbaum. Das heißt, da sind dann auch Futterkörper angebracht. Da können wir... Auch oben? Ja, ja. Okay. Ja, die sehen dort so eine Seilwinde. Giraffen fressen nicht auf dem Boden. Ja, denen müssen sie das Futter hochhängen, weil die eigentlich Blätter fressen in den Bäumen. Mhm. Und das muss man simulieren. Und deswegen haben wir immer wieder solche Bäume, nicht nur so ein Affenbrotbaum, so ein Baobab aus Afrika. Das ist ein Kunstbaum natürlich, der würde hier bei uns nicht überleben. Aber auch solche Sonnenschilde hier. Da sehen Sie auch die Elektro-Einrichtung, damit man eben die Körper hochfahren kann. Oder auch, und das ist eben das Spannende jetzt, wir beschäftigen unsere Tiere auch. Das heißt, morgens wird vielleicht die Anlage bestückt. Und dann kann der Tierpfleger nicht mehr auf die Anlage, wenn die Giraffen da sind. Aber der kann künftig von drinnen einen Knopf drücken und dann kommt Futter hoch. Runter, muss man sagen. Ja. Hängt ja oben. Und so kann man die zu unterschiedlichen Tageszeiten immer wieder beschäftigen mit neuen Futterquellen. Ah, schön. Und das hält die Tiere dann auf Trab und auch unterwegs und in Bewegung. Ich war vor 40 Jahren Praktikant hier. Hier gab es auf der gleichen Fläche noch 10 Gehege. Als ich vor 8 Jahren kam, da war ein Direktor wurde, da waren auf der gleichen Fläche 4 Gehege, aber Einzeltierarten untergebracht. Und das Konzept jetzt sieht vor, alle Tiere zusammen, heißt Giraffen, Antilopen, Gazellen, Strauße und so weiter. Und aber alle zusammen mit kleinen Rückzugsmöglichkeiten und somit viel mehr Fläche für die einzelnen Tiere. Aber natürlich auch viel spannenderes Erlebnis für die Besucher, die plötzlich Giraffen, Zebras, Antilopen zusammen sehen, wie in Afrika. Und ist das auch für das Sozialverhalten der Tiere ein wichtiger Aspekt? Ist natürlich auch für die Tiere viel, viel spannender, denn sie sind ständig unterwegs und sie sind ständig beschäftigt. Sie müssen gucken, kann ich das Zebra gerade leiden an meinen Füßen oder nicht? Oder jage ich es ein bisschen, dann haue ich das ab oder nicht? Also der ist einfach der Sozialkontakt zwischen den Tierarten ganz wichtig. Und das wird Bewegung in die Savanne bringen und natürlich den Tieren auch viel besser gefallen. Die werden fitter sein, weil sie viel mehr Platz haben wie vorher. Und es wird für das Tierwohl einen großen Fortschritt sein. Und wann ist es soweit? Ja, die Eröffnung steht in Kürze an. Das wird am 28. Juli der Fall sein. Heute sind die Einladungen rausgegangen und das wird toll. Ich zeige Ihnen noch mehr. Hier haben wir eine große Umgestaltung. Sie können sich an die Kacheln erinnern, Badezimmerkacheln, die es vorher gab. Da will man kein Tier sehen. Jetzt haben wir Lehmwände hier. Wir haben natürlich nach wie vor die Abbrenneinrichtung. Wir müssen auch mal einen Bullen abbrennen können von den Weibchen. Oder wenn eine Giraffendame ein Junges kriegt, dann muss es separiert werden.
Und wir haben hier so einen Stand, da kann man dann auch künftig mal so eine Giraffe füttern, wenn man so ein Spezialevent dann bucht. Ja. Oder für einen Kindergeburtstag oder sowas. Gehen wir mal noch rein. Da kann man dann eben reingehen und auch mal so einen Giraffenkuss bekommen. Hier ist für die Erdmännchen, auch das haben wir neu gemacht. Die hatten ja ihre neue Anlage draußen schon, genau, aber innen drin war das ja nur so klein. Und das haben wir ein bisschen erweitert, aufgemacht. Vorher war nur eine Glasscheibe. Wo befinden wir uns jetzt hier? Ja, das ist so eine Art Wintergarten, den wir angebaut haben. Sie hören, im Hintergrund wird auch noch gearbeitet. Die letzten Dinge werden noch fertiggestellt. Wir brauchten einfach mehr Innenlauffläche im Haus drin. Das ist vom Säugetiergutachten so vorgegeben. Das erfüllen wir jetzt. Und das natürlich in bravouröser Art und Weise mit einer schönen Sicht nach draußen ins Grüne. Aber auch der Möglichkeit rauszugehen. Und hier kommen auch die neuen Giraffen an. Die neuen sind die alten, die wir weggegeben haben zu den Umbaumaßnahmen. Die sind gerade im Urlaub. Die sind in Kur, will ich mal sagen. Urlaub ist immer ein bisschen kürzer, aber genau. Kur, es kann länger sein. Also in Kronberg, im Oppelzoo, die haben uns geholfen, jetzt über anderthalb Jahre die Tiere zu übernehmen. Das wäre schwierig geworden, alles umzubauen mit, weil die Giraffen doch ziemlich geräuschempfindlich sind. Ein Giraffentransport ist nicht einfach, gibt es wenige spezialisierte Firmen, die das machen. Kann man sich vorstellen wie ein Pferdetransport, nur sehr viel höher. Das heißt, wir brauchen einen Hänger, der einfach das Dach nach oben fahren kann. Die Giraffe geht nicht geduckt in den Hänger rein, sondern die muss erhobenen Hauptes reingehen. Und so eine Giraffe ist 4, 5, 6 Meter lang. Die Männer sind einen Meter länger, also die sind bis zu 6 Meter. Wir haben nur Weibchen, 4,5, höchstens 5. Man muss unter den Brücken durchkommen. Aber dazu haben wir auch einen Film gedreht für den SWR, den können Sie in der Mediathek jederzeit angucken. Dann sieht man mal, weil das ist die häufig gestellteste Frage, wie transportiert ihr Giraffen? Und ist auch spannend und deswegen haben wir das gleich filmisch festgehalten. Die Giraffen werden bis hierher stehen können, die Zebras, die Antilopen, alle. Das heißt, sie kriegen einen unverbauten Blick auf diese Tiere und die wissen genau, der Mensch kommt gar nicht zu mir hier rüber. Die haben ihre Schutzgrenze hier. Wenn Sie jetzt diese Steine sehen, das ist so eine sogenannte Giraffenbremse. Sie werden sich vielleicht fragen, warum gehen die nicht ins Wasser? Die gehen nicht über solche Steine, über solche unsicheres Terrain laufen die Tiere nicht. Und deswegen haben wir das so gestaltet und das wird sicherlich spannend werden, sobald wir die Giraffen hier zurück haben. Ja. Ja, hier links sehen Sie gerade die Pinguine, die baden gerade auch. Wir haben hier Fische drin, die sehen die Störe, groß, die Großen hier. Das ist auch unser größtes Aquarium, was wir hier haben. Da passen natürlich Fische rein, aber nur in der Größe, dass sie von Pinguinen nicht gefressen werden. Und größer als das Seehund-Aquarium? Das ist größer für die. Ja. Wie hat Ihre Liebe zu den Tieren angefangen? Ja, ich glaube, die Liebe zu den Tieren, die ist mir in die Wiege gelegt. Als 6-Jähriger hatte ich ein Meerschweinchen, als 8-Jähriger ein Pärchen Wellensittiche. Ein Schulfreund von mir hatte auch ein Pärchen Wellensittiche und hat einen Nistkasten hingehängt an den Käfig. Und die hatten ein Jungtier, die hat er mir aber nicht gezeigt. Und da habe ich auch einen Nistkasten gekauft und habe den an mein Pärchen rangehängt. Also nicht ans Pärchen, sondern an den Käfig. Die haben dann auch angefangen zu brüten. Ich hatte 3 Jungen. Und dann haben sie nochmal gebrütet, nochmal 4 Jungen. Und plötzlich hatte ich 9 Wellensittiche in dem Käfig in der Küche meiner Mutter und musste ausziehen, also aus der Küche. Und habe dann ein größeres Gehege gebaut und da hat es dann angefangen. Und irgendwann hatte ich 200 Wellensittiche zu Hause. Ich habe überall Gehege gebaut und dann sind größere Papageien dazugekommen und habe dann auch mein ganzes Leben danach ausgerichtet. Das heißt, ich habe mein Studium danach ausgerichtet, meine Diplomarbeit über Papageien gemacht, war dann Redakteur der Zeitschrift Papageien, das war mein erster Job. Das ist mir dann wieder langweilig geworden nach ein paar Jahren und ich habe dann Lesereisen in den Loro-Park nach Teneriffa erfunden für meine Leser der Zeitschrift. Dort ist man dann auf mich aufmerksam geworden und hat mir einen Job als Kurator angeboten. Dann war ich 15 Jahre auf Teneriffa, einem der schönsten Zoos der Welt, habe dort über 4000 Papageien gehabt. Und irgendwann ist die Stelle in Karlsruhe frei geworden. Und das war für mich der Weg aus dem Paradies, aus Teneriffa, zurück in meine Heimat. Und die Heimat wirkt noch mehr wie im Paradies. Und ich bin froh, dass ich jetzt in Karlsruhe bin seit 2015. Und ich gehe hier bis zur Rente nicht mehr weg. Das verspreche ich Ihnen. Sehr gut.
Dr. Reinschmidt hat uns so viel gezeigt, dass wir euch mehrere Highlights in einer zweiten Episode zeigen. Dort erfahrt ihr dann, gibt es Hoffnung auf kleine Eisbären in Karlsruhe, mögen Flusspferde Wassereis und wie der Zoo Artenschutz im Naturpark Nordschwarzwald koordiniert.